Hey, hey, ich bin's wieder, Aurelia. Wir spielen heute wieder ein Spiel, und zwar 4 gewinnt Action. Habe ich, weiß ich nicht, TikTok oder so schon mal gesehen. Ich bin total begeistert und ich will es unbedingt ausprobieren. Ja, wir bauen das mal zusammen auf. Zuerst kommen die Füße unten dran, die haben wir schon mal dran geklippt. Das war ein bisschen schwierig. Also man muss feste drücken, dann kann man die so nach hinten klappen. Steht das ganze Konstrukt schon mal. Hier hinten die Pappe kommt noch raus. Und dann kann man das hier so abklappen und hochziehen und einrasten lassen. Bin ich schon eingerastet? Ja. Und hinten kommt dann noch einmal hier unsere Zielscheibe rein, wenn ich es treffe. So. So sieht das Ganze dann aus. So, das Einzige, was ich noch nicht rausgefunden habe, wie man die Bälle gleich rausholt. Das wird witzig, weil die fallen bestimmt alle runter. Ja, und dann Spielregeln. Ich weiß nicht, 4 gewinnen kennen, glaube ich, die meisten. 4 in einer Reihe. Und zwar waagerecht, senkrecht oder diagonal. Wer das zuerst hat, in seiner Farbe hat gewonnen. Gespielt wird das Ganze dann in Action-Version, so ein bisschen wie Bierpong wahrscheinlich, ne? Halt einmal auf den Tisch aufploppen lassen, den Ball, und dann halt hier versuchen reinzukommen. So schon mal nicht. Genau, wichtig ist scheinbar auch zu erklären, diese Reihe ist halt jetzt schon voll. Wenn der Ball jetzt hier hinter landet, zählt das nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit dann 1, 2, 3, 4, ist das nicht gewonnen. Kann natürlich auch sein, dass es dann halt ein Unentschieden gibt. Dafür kommt der orangene Ball hinterher ins Spiel. Der wird halt dann abwechselnd geworfen. Und der dann zuerst das letzte Feld, es ist ja dann irgendwann nur noch eins übertrifft, der hat gewonnen. Auch hier zählt halt dann wieder alles, was so dahinter landet, ist halt nicht gewonnen. Es muss halt wirklich das letzte Freie sein. Ja, gibt es noch irgendwas? Genau, es wird zusammengespielt, nicht so wie bei normalen 4 gewinnt. Das heißt, wir stehen jetzt gleich beide am anderen Ende vom Tisch und werfen drauf los. Wer keine Bälle mehr hat, kann sich seine wieder einsammeln. Ich bin gespannt, wie das so wird. Wir sind nämlich ein bisschen eng bei uns. Also der Tannenbaum steht noch, die Stühle hier stehen auch noch rum. Mal sehen, wie das so klappt. Also ich glaube, ich bin dann eher so die Version, ich würde es direkt abändern und wir spielen nacheinander ganz in Ruhe und treffen dann hoffentlich auch bei jedem Mal. Mal gucken. Genau, das sind so die Spielregeln. Ich hoffe, ich habe keine wichtige vergessen. Wir testen das direkt mal. Ich glaube, wir holen uns noch irgendwie eine Schüssel oder so, dass jeder seine Bälle gleich auch irgendwo halten kann. Weil sonst fliegen die ja direkt schon weg. Testen wir mal erst, wie es richtig gespielt wird. Und dann gucken wir mal, wie es uns gefallen hat. Und ich, wie gesagt, ich glaube, ich fände es irgendwie cooler, so nacheinander und ein bisschen entspannter. Wir testen, denke ich, beides. So, jetzt müssen wir noch eben rauskriegen, wie das hier funktioniert. Klappen. Nach unten, sagt der Pfeil. Hat es. Ah. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah! Mal wieder zu, ne? Nicht, dass wir gleich schummeln. So, okay, finde ich cool. Stellen wir das mal mittig hin. Dann können wir direkt anfangen. Den tun wir, wo tun wir den orangenen Ball so lange hin? Auf die Fensterbank. So, dann alle mal in Position und dann geht's los. Ich freue mich. Also, ich bin gelb scheinbar, Lars ist rot. Ja, mal sehen, wie das so klappt. Lars ist eigentlich mal ganz gut in so Geschicklichkeitssachen. Ich bin gespannt. Aber ich freue mich total. Auf die Plätze, fertig, los. Hey, du hast ja schon einen. Du hast mich rausgekickt. Scheiße. Hier ist noch einer. Hey, aber von hinten werfen. Ja, der ist drin. Gib mir meine auch, gib mir meine auch. Wackel nicht so, ey. Meine liegen irgendwo da hinten in der Küche. Ein noch. Ich brauche mehr Bälle. Oh Gott, wie viele Bälle ich hier noch liegen habe. Weg da, weg da, weg da. Oha. Ja, das ist deine Chance. Ja!
erste Runde habe ich gewonnen. Oder wir spielen Best of 3 gleich, muss man mal gucken. Ich würde sagen, jetzt machen wir die Variante, wir spielen nacheinander. Also, guck mal, auf jeden Fall in Schwung hier, würde ich sagen. Macht aber mega Spaß, so fürs Erste. So, ich spiele jetzt gegen die Regeln, unsere eigene Regeln nacheinander spielen. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt. Schnick, Schnack, Schnuck. Na dann, auf geht's. Fies ist, finde ich, wenn die oben wieder rausspringen, weil die da so aufticken. Ich wollte gerade sagen, mir so richtig schlecht, ey. Komm. Mann! Ich kann eine Bälle mehr. Dann müssen wir Pause machen, neue Bälle holen. Richtig. Kurz unterbrechen. Zielst du eigentlich auch richtig, wo du hin willst, ja, oder machst du einfach auf gut Glück? Okay. Woo! 2-0. Sehr schön. Ob ich noch eins treffe? Okay. Wir bleiben beim 2-0. Nicht schlecht. Würde ich sagen, Verlierer darf anfangen. Okay. Und entspannt, hat man gesagt. Ne? Aber man wird besser, finde ich. Der war gut. Ist er nicht. Dass dann unentschieden wird. Oha. Jetzt muss ich aber hier. Ja, jetzt wird's ernst hier. Nein. Ja! Die Reihe hatte ich gerade auch schon mal. So, das war unsere Runde 4 gewinnt Action. Also ich muss sagen, es war echt lustig. Mhm. Spaß hat's gemacht. Puff. Oh, nicht so laut. Ja, also wie gesagt, Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Man kommt ganz schön in Schwitzen, wenn man die Bälle da ständig suchen muss. Und ich würde sagen, das ist auch echt ein Nachteil. Also vielleicht muss man sich da noch irgendwas überlegen. Also die sind ja hier wirklich in der ganzen Wohnung. Wenn man das als Kind vielleicht im Kinderzimmer spielt, ist das was anderes. Vielleicht findet man die da ein bisschen schneller. Also das war schon ein bisschen blöd. Vor allem, weil man dann schon so das Gefühl hat, okay, jetzt ist einer weg. Und naja, einer Ball weniger ist natürlich irgendwie blöd zum Spielen, ne? Definitiv. Aber richtig cool. Wir haben hier die Orangen gar nicht gebraucht. Wir hatten tatsächlich immer einen Gewinner. Bei der letzten Runde dachte ich, es wird knapp, muss ich sagen. Ja. Aber sonst richtig cool. Hat Spaß gemacht. Und man merkt auf jeden Fall auch jetzt nach den 3 Runden allein schon, es kommt schon Übung rein. Mhm. Also man wurde schon besser. Ja, du merkst halt nachher, wie stark du den werfen musst, ja, auf die Distanz. Halt fies finde ich mal, wenn die hier oben landen und dann da rausspringen. Aber naja, so ist halt das Spiel. Aber finde ich richtig cool. Das Ganze kann man auch mit mehr Leuten spielen, nicht nur zu zweit, dann spielt man halt im Teams. Steht auch in der Anleitung drin. Ich weiß gar nicht, die liegt da hinten, bis wie viel steht da was drauf, bis wie viele Leute man da spielen kann? 4. Ich weiß nur noch, dass da halt was drin stand von wegen und dann wird halt sich in Teams aufgeteilt. Natürlich auch krass, ne? Jetzt stell mal vor, wir spielen zu viert und dann haben wir 2 Leute, 2 Farben pro Farbe. Dann stehen hier so 4 Leute am Tisch und ballern da drauf. Das ist, glaube ich, schon auch nett. So, 4 gewinnt Action, Aufbauanleitung. Das sehe ich jetzt hier tatsächlich gerade nicht. Das stand bestimmt auf der Packung drauf. Ach, da. Nö, 2 plus Spieler. Also gibt keine Begrenzung ab 8 Jahren. Also ein richtig cooles Partyspiel wahrscheinlich, auch wenn man das mit so vielen spielen kann. Man muss halt nur auf die Bälle aufpassen. Ja, aber ich fände es richtig cool. Also genau, und hier zum orangenen Ball. Ich war mir nämlich gerade nicht ganz sicher. Es gibt auch eine Regel, wer dann anfangen darf. Also wer zuerst seine Bälle drin hat.
darf dann halt den ersten Wurf mit dem orangenen Ball haben. Und wer den dann halt zuerst trifft, ist der Gewinner. Falls es vorher einen Unentschieden gab. Ja, das zum Spiel. Viel gewinnt Action. Ich fand's richtig cool. Wenn ihr keine lustigen Videos mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare, was wir noch machen sollen. Und dann gucken wir mal, was nächste Woche so passiert. So ein paar coole Ideen haben wir im Moment noch. Mal sehen. Bis dahin. Tschüss. So, jetzt bauen wir das Ganze wieder zusammen. Also die Rückwand raus, zusammenklappen. Oh, nicht die Bälle rausfallen lassen.